Es ist Sonntag, der 28. Juli, das ist der Tailbit der 30. Kalenderwoche 2019, heute mit diesen Themen. Freenet Fundkunden mit Kündigung, Unlimited-Tarif mit Begrenzung. Warten auf A7S Mark III geht weiter, Sony präsentiert nur A7R Mark IV. Erstes Smartphone mit 120 Hz OLED-Screen. Und der Galaxy S10 5D mit Überhitzungsproblemen. Anfang Mai kündigte Freenet einen Mobilfunktarif an, welcher Kunden die Möglichkeit gibt, für nur 99 Cent am Tag unlimitiertes Datenvolumen zu bekommen. Anfang der Woche wurde nun jedoch bekannt, dass gleich mehrere Kunden Kündigung erhalten haben. Grund für die Kündigung soll missbräuchliche Nutzung sein. Die betroffenen Kunden verbrauchen nämlich immer über 500 GB im Monat. Das ist Freenet natürlich deutlich zu viel, weshalb das Unternehmen vermutet, dass die Kunden LTE-Router eingesetzt haben. Um die Verwendung von LTE-Routern zu verhindern, hat das Unternehmen kürzlich die Ziffer 5.8 in die allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgenommen. In der Ziffer 5.8 heißt es, dass der mobile Internetzugang nur mit Smartphones, Tablets oder sonstigen Geräten genutzt werden darf, die eine mobile Nutzung unabhängig von einem permanenten, kabelgebundenen Stromanschluss ermöglichen. Also nicht zum Beispiel in stationären LTE-Routern. Man kann jetzt nur hoffen, dass Freenet nicht noch härter durchgreift und weiteren Kunden kündigt. Schon vor über einer Woche hat Sony eine neue Vollformat-DSLM vorgestellt. Überraschenderweise handelte es sich bei dieser jedoch nicht um die Sony A7S III, sondern stattdessen um die A7R Mark IV. Diese kommt nun mit einem neuen 61 Megapixel auflösenden Sensor daher. Tobi vom YouTube-Kanal Tobi Horn berichtet. Nachdem es um Sony in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger geworden ist, gab es in den letzten 2 Wochen, sage ich mal, sehr viele neue Sachen, vor allem von Sony, aber beispielsweise auch Sigma hat 3 neue Objektive auf den Markt gebracht. Aber wie gesagt, im Sony-Bereich direkt, also von Sony, wurde ein 35mm f1.8 vorgestellt. Jetzt zum Zeitpunkt des Drehs steht die Ankündigung bzw. Präsentation der neuen RX 100 Mark 7 ganz kurz bevor. Wird wahrscheinlich heute oder morgen stattfinden. Aber der eigentliche Knüller jetzt vor kurzem war definitiv die Alpha 7 R Mark 4. Mit der Kamera hatte niemand so wirklich gerechnet. Wir hatten eher darauf gehofft, dass die Alpha 7 S 3 kommt, aber da war eigentlich schon klar, dass die erst im späten Herbst kommen wird, wahrscheinlich, leider Gottes. Aber die High-End APS-C-Kamera, auf die wird auch immer noch gewartet. Vielleicht kommt sie bis September noch, denn bis dahin sollen noch 2 weitere Kameras vorgestellt werden. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Aber wie gesagt, nun zur Sony Alpha 7 R Mark IV. Es gibt 1-2 Dinge, die wirklich toll sind, die neu gemacht wurden. Und allen voran ist natürlich der Sensor ein riesengroßer neuer Punkt. 61 Megapixel jetzt statt bisher 42 Megapixel ist nochmal ein Riesenschritt nach oben. Beeinflusst natürlich auch die Dateigröße, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Hat aber auch den Vorteil, selbst im Crop-Modus hat sie immer noch 26 Megapixel. Außen hat sich nicht viel verändert, einzig der Griff, also das hier vorne, ist ein bisschen vergrößert worden, ein bisschen verbessert worden, damit man hier ein bisschen besser greifen kann, die Kamera, damit sie ein bisschen besser in der Hand liegt. Ich selber hatte sie jetzt noch nicht in der Hand, aber die Leute, die sie schon mal nutzen durften, haben gesagt, dass das definitiv eine riesengroße Verbesserung ist. Beim Autofokus-System hat sich auch einiges getan. Es ist jetzt dasselbe bzw. nahezu dasselbe System verbaut wie in der Alpha 6400 bzw. in der nachgerüsteten Alpha 9. Wir haben hier Autofokus-Tracking generell, also auf Objekte. Wir haben aber auch den Augen-Autofokus, der jetzt mit Tracking verfügbar ist. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil in Verbindung mit 61 Megapixel. Das ist einfach genial. Im Videobereich hat sich nicht so viel verändert, bis auf 2 Dinge. Audio kann jetzt digital eingespeist werden in die Kamera, direkt über den Hotshoe. Ein passendes Mikrofon wurde auch gleich noch mit vorgestellt. Aber der eigentliche große Fortschritt, sage ich mal, ist die Tatsache, dass der Augenautofokus mit dem Tracking jetzt auch im Videomodus verfügbar ist. Bisher gab es dort nur die Möglichkeit, ein Gesicht zu tracken. Augenautofokus war dort nicht nutzbar. Ja, das waren die wichtigsten Sachen zur Sony Alpha 7R Mark IV.
Asus hat am Montag mit dem ROG Phone 2 ihr neues Gaming-Smartphone vorgestellt. Das ROG Phone 2 verfügt über ein OLED-Panel mit 120 Hz und ist damit das allererste Smartphone, welches über ein 120 Hz-Display und OLED verfügt. Nils vom YouTube-Kanal Nils A. berichtet. Letztes Jahr hat Asus unter ihrer Marke ROG, also Republic of Gamers, ihr erstes Gaming-Smartphone veröffentlicht. Dieses kam damals mit einem Snapdragon 845, einem 90 Hz Full HD AMOLED-Display und vielen Gaming-Accessoires wie einem Lüfter oder einem Nintendo Switch-ähnlichen Case. Nun hat Asus den Nachfolger, nämlich das ROG Phone 2, vorgestellt. Dieses soll bereits im September auf den Markt kommen. Das ROG Phone 2 ist das erste Smartphone mit dem neuen Snapdragon 855 Plus und es hat 12 GB RAM. Der Prozessor soll aber von Asus nochmal 4% übertaktet worden sein, die GPU, also die Adreno 640, sogar um 15%. Das Smartphone kommt mit 512 GB schnellen UFS 3.0 Speicher und besitzt einen 6000 mAh Akku, der mit ROG Hypercharge bis zu 30 Watt oder QuickCharge 4.0 wieder aufgeladen wird. Das Smartphone hat ein 6,59 Zoll großes Full HD Plus OLED Display, welches nun auch in 120 Hz läuft. Der Fingerabdrucksensor sitzt neuerdings auch unter dem Display. Die Kameras auf der Rückseite kennt man vom Zenfone 6. Es gibt einmal einen 48 Megapixel Hauptsensor und dann noch einen Weitwinkelsensor mit 13 Megapixel und 24 Megapixel auf der Front. Neu ist auch, dass man zwischen zwei Android-Skins entscheiden kann. Das ROG UI und das Zen UI, welches mehr an Vanilla Android angelehnt ist. Asus hat auch wieder ihre eigene Gaming-Hardware dazugepackt. Ein Dock und eine neue Version des TwinView Dock, also ein zweites Display. Den Preis hat uns Asus noch nicht verraten, ich gehe aber von 899 € wie beim Vorgänger aus. Das letzte ROG-Smartphone wurde in Deutschland exklusiv über 1&1 vertrieben. Abwarten, ob das auch beim ROG Phone 2 so sein wird. Nachdem 5D vergangene Woche auch endlich in Deutschland an den Start ging, konnten die 5D-Smartphones nun endlich auch einmal getestet werden. So auch das Samsung Galaxy S10 5D. Jedoch kommt es beim S10 5D zu Überhitzungsproblemen, weshalb das Gerät dann wieder auf LTE zurückschaltet, damit der Prozessor nicht überhitzt wird. Das heißt, dass die Überhitzungsprobleme entweder bei den üblichen Qualitätstests übersehen wurden oder dass Samsung die Problematik zwar bemerkt hat, das Smartphone trotzdem in der gleichen Qualität auf den Markt gebracht hat. Beides wäre natürlich fatal. Eine Samsung-Sprecherin hingegen ist davon überzeugt, dass mit der Entwicklung der 5D-Technologie und des Ökosystems sich die Problematik verbessern werde. Ganz Unrecht hat sie damit nicht, da die Download-Geschwindigkeiten durch die niedrige Netzauslastung derzeit noch extrem hoch sind. Bei der Steigerung der 5D-Geräte werden die Download-Geschwindigkeiten mit der Zeit dann natürlich sinken. Trotzdem ist es natürlich fatal, dass Samsung ein Gerät auf den Markt gebracht hat, welches bei normaler Nutzung überhitzen kann. Das war's dann mit dieser TechBit-Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.